Das Kemula-Autodrom bei Helsinki sieht drei Wochen später den siebten Lauf der Interserie 72. Für die 25.000 Zuschauer gibt es nur einen Favoriten, Leo Kinnunen, Finnland. Bei nicht gerade idealem Rennwetter können zunächst Howden Ganley mit dem BRM, gefolgt von Helmut Kellerners, auf McLaren die Führung übernehmen. Als einziger Fahrer Intermedium-Reifen aufgezogen. Wie richtig diese Entscheidung ist, zeigt sich jetzt auf der abgetrockneten Piste. In diesem Augenblick geht er in Führung. Ein letzter verzweifelter Angriff von Howden Ganley wird pariert und durchziehen. Beim Start zum zweiten Durchgang regnet es in Strömen. Eingehüllt in riesige Gischtwolken jagt die Meute durch das Autodrom. Jetzt zeigt Leo Kinnunen, wer Herr im Hause Kemula ist. Lediglich Howden Ganley und Willy Kausen können noch mithalten. Später kann Willy Kausen auf Platz 2 vorrücken. Ein Defekt an der Wasserpumpe lässt den BRM von Ganley weit zurückfallen. Dieses Bild täuscht. Leo Kinnunen auf dem Turbo Porsche gewinnt mit Rundenvorsprung diesen Lauf der Interserie vor Willy Kausen und dem Engländer Chris Clark. Kinnunen übernimmt damit erstmals mit 96.000 Schweizer Franken Preisgeld die Führung im Gesamtklassement.